So, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3xM. Heute möchte ich meine Meinung mal so zwischendurch zu einer aktuellen Meldung sagen, die seit Tagen und seit Wochen durch die Medien geistert und wahrscheinlich noch mehrere Wochen immer wieder Bestand haben wird in den Meldungen. Und zwar geht es um die SPD-Politikerin Petra Hinz und alles, was so da rundherum bekannt ist. Ich sage bekannt ist, mir ist nicht mehr bekannt wie euch. Und deswegen sage ich jetzt der aktuelle Stand von heute. Ich weiß ja nicht mehr wie ihr. Ja, und dazu möchte ich halt dann meine Meinung mal sagen. Ich möchte auch jetzt nicht irgendwie SPD-Bashing betreiben, das hätte bei CDU, FDP oder sonst einer Partei sein können. Und in den Parteien gibt es ja auch, man hört es ja immer wieder, kommen Personen, die irgendwas machen, wo unser eins nur den Kopf schüttelt. Ja. Also nicht parteibezogen speziell, nein, es geht schlichtweg um die Frau Hinz als Politikerin und die Auswirkungen auf die Politik, auf die Parteien und die Glaubwürdigkeit allgemein, nicht parteibezogen speziell. Die Frau Hinz hat also ihren Lebenslauf nach jetzigem Stand gefälscht. Sie hat nicht irgendwie was vergessen. Sie war ein Vierteljahr, was weiß ich mal, irgendwo im Ausland vor 20 Jahren und hat das irgendwie vergessen anzugeben. Nein, hier wurde wohl nach jetzigem Stand richtiggehend mit krimineller Energie, weiß ich nicht, im gewissen Sinne schon, weil es ja eine gewisse Fälschung ist. Also mit Bewusstsein, sagen wir mal so, mit gewissenhaftem Bewusstsein eine komplett falsche Vita erfunden, also einen Lebenslauf erfunden, der ja bewusst gemacht wurde, um das zu erreichen, was sie erreicht hat. Hätte sie das erreicht, wo sie jetzt ist als Bundestagsabgeordnete und trägt geschmeidige, weiß ich jetzt nicht, wie die Diäten sind, aber mit Zuschlägen und allem drum und dran tragen die locker 12.000, 14.000 Euro nach Hause im Monat. Hätte sie bis dahin gekommen mit ihrem normalen Lebenslauf, weiß keiner. Eins ist sicher, das, was sie da mit ihrer Juristin wäre sie, Studium abgeschlossen, stimmt alles nicht. Und in der Hinsicht ist es ja kriminelle Energie, weil es ja eine Vortäuschung einer Universitätsabschluss ist, der ja nicht existiert. Also da wird einiges noch von Gerichten mit Sicherheit nachkommen. Aber das ist dann in der Zukunft. Es geht jetzt erstmal darum, sie hat also bewusst gefälscht und das hat sie im gewissen Sinne unterstützt, in ihrem Ziel Bundestagsabgeordnete zu werden. Das würde ich jetzt mal so kurz für meine Meinung so zusammenfassen. Das ist an sich halt, wie gesagt, schon ein dickes Ding und diese Vita, die sie da mit sich rumschleppt, die ist ja jetzt schon gute 20 Jahre angeblich alt. Also sie hat sämtliche politische Laufbahnen oder Ämter durchlaufen in der Vergangenheit mit diesem falschen Lebenslauf als Grundlage. Weil immer wieder, wenn man mal in eine gewisse neue politische Position kommt, da wird immer wieder mal auch von Zeitungen oder von allen drum und dran guckt, ja, was ist denn diese Frau überhaupt beruflich? Was macht diese Frau? Was hat sie gemacht? So, dann taucht auf Jurist. Oh, Juristin ist sie. Und so weiter. Wird dann schon Universitätsabschluss ist da vorhanden. Und das hebt im gewissen Sinne jemand gleich nach oben. Ob dem gerechtfertigt ist, das ist wieder ein anderes Thema. Da mache ich auch mal ein Video drüber. Sind Doktor und Professoren und Universitätsabschlüsse, sind diese Menschen mehr wert als andere Menschen? Das ist ein Thema für sich. Erst einmal ist es so, dass sie mit einem gefälschten Lebenslauf ihre Laufbahn zumindest angestoßen hat, wenn nicht sogar entscheidend mitgeprägt hat. So, das ist jetzt der Stand jetzt. Jetzt ist es halt rausgekommen. Und jetzt geschieht etwas, was das Ausmaß, finde ich, noch gar nicht ersichtlich ist. Es wird immer von Politikverdrossenheit der Bürger gesagt. Es gehen immer weniger wählen.
Weil Landtagswahl nur noch 50%, der Bundestagswahl, wenn es hochkommt, mal 70%. Kommunalwahlen sprechen wir am besten gar nicht davon. Da sind wir ganz weit weg von 50%. Und dann kommt da eine Frau und bestätigt, das ist meine Meinung, ich sage auch gleich warum, bestätigt diese politische Verdrossenheit der Bürger in absoluter Perfektion. Dass einem nur den Kopf schütteln muss. Also, fassen zusammen, es ist so bekannt, wie es bekannt ist. Was macht diese gute Frau jetzt? Sie tritt nicht zurück, beziehungsweise sie legt ihr Bundestagsmandat, das auf einer Fälschung beruht, kriminell eventuell, das müssen Gerichte feststellen, legt sie nicht nieder. Warum? Meine Meinung. Jeder Tag, jeder Monat, die sie dort jetzt im Amt ist, als Bundestagsabgeordnete, erhöht ihre Pension, die sie jetzt schon sicher hat. Sie kassiert Monat für Monat, ich weiß es nicht, will nicht lügen, 12.000 bis 14.000, vielleicht wisst ihr mehr, also mit Zuschlägen und allem drum und dran, Diäten, Zuschläge, locker 12.000 bis 14.000 Euro im Monat. Erhöht ihre Pension lebenslang, wenn sie da mal ausscheidet und wenn sie in Pension geht, in Rente geht. Das heißt, sie setzt jetzt, sage ich meine Meinung, ihre kriminelle Energie der Fälschung des Lebenslaufes weiter fort, indem sie jetzt frech, mit richtiger Frechheit, das Mandat weiter behält, um Geld von euch, von mir, von den Steuerzahlern zu kassieren. Wir zahlen ja die Politiker, unsere Steuern. Also das muss man sich mal überlegen. Die Frau ist ertappt und jetzt, um den Schaden klein zu halten, um zumindest mal Einsicht zu zeigen, um Reue zu zeigen, um eventuell Verständnis hervorzurufen, das Amt sofort niederzulegen, macht sie das nicht. Sie legt, so was ich jetzt die letzte Meldung gehört habe, unbedeutende Ämter in gewissen Gremien in Nordrhein-Westfalen, wo sie ja aus Essener SPD kommt sie ja her, unbedeutende Ämter legt sie nieder und behält dieses Amt, was sie versorgt, weiter. Ich weiß nicht, die Frau, wie gesagt, was sie jetzt gelernt hat, ist mir jetzt nicht bekannt. Sie hatte diesen gefälschten Lebenslauf nur. Keiner weiß wahrscheinlich, was wirklich jetzt beruflich hinter ihr steckt. Wahrscheinlich nicht viel. Wahrscheinlich, wenn sie nicht mehr Abgeordnete ist, hat sie nichts, hat keinen Beruf, muss zum Amt gehen. Und was macht sie? Sie macht mit weiter krimineller Energie ihre private finanzielle Versorgung, stellt sie weiter sicher, indem sie das Amt behält, Tag für Tag, Monat für Monat. Ich weiß nicht, ob sie jetzt Tage zählen oder Monate zählen, die Pension weiter aufstocken. Sie kassiert vor allem weiter ihr Abgeordnetengehalt, einfach so. Und ich wage mal zu behaupten, das eine Jahr bis zur Bundestagswahl wird diese Frau wahrscheinlich durchziehen. Sie wird sich krank melden, sie wird dies, sie wird das, sie wird jenes. Sie wird das durchziehen, sie weiß, sie kommt nicht mehr in den Bundestag. Sie nimmt das jetzt alles mit, um eine gewisse finanzielle Grundversorgung zu haben, die sie mit dem Geld ja locker aufbauen kann. Hat ihre volle Pension dann sicher für 4 Jahre Bundestagsabgeordnete? Oder war sie sogar schon davor? Weiß ich gar nicht, ob sie jetzt sogar schon 8 Jahre, ob sie schon zum zweiten Mal den Bundestag angehört, das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall steigert sie ihre Einnahmen, die sie ja nur erreicht, wahrscheinlich, oder unterstützt durch diesen gefälschten Lebenslauf. Also das muss man sich wirklich mal, wenn man sich das mal überlegt. Und dann wundern sich die Medien und die Politiker, dass die Bürger die Schnauze voll von Politik haben. Wenn solche Personen die Politik immer weiter, ich sag's, in den Dreck ziehen. Kein Anstand, keine Reue, nichts. Weiter raff, raff, raff. Sie ist aufgedeckt und zumindest, dass sie Einsicht zeigt. Die Einsicht jetzt, ich habe einen Fehler gemacht. Nein, sie zieht das Ding weiter gnadenlos durch und wahrscheinlich bis zur nächsten Bundestagswahl in einem Jahr. Zumindest aber Monat für Monat so weit, wie es geht. Jetzt ist sie krank gemeldet, da finden sie da bestimmt noch eine Begründung und dort noch. Ich will jetzt wirklich nicht verurteilen, ich weiß die Hintergründe weit nicht, aber für den Bürger nach außen stellt sich das so dar. Und dann kann ich mich doch als Politiker nicht so verhalten, wenn das Außenbild so präsentiert wird und ich uns weiter abkassiere. Die Wut der Bürger auf solche Personen und auf die Politik, ich kann es verstehen. Jetzt, wie gesagt, SPD will ich jetzt gar nicht
speziell, die werden ihre Geschichten da in Essen den Ärger genug haben. Ja, ob die SPD, und das wird garantiert auch weiter bei der Bundestagswahl von anderen Parteien hochgekrochen, was das für Leute sind, für unehrliche Leute. Und meine Meinung ist dazu, die Frau Petra Hinz hat das aber wirklich, hätte am nächsten Tag sofort das Mandat niederlegen müssen, hätte Einsicht zeigen müssen, hätte Reue zeigen müssen, hätte wirklich auch erklären können, vielleicht, wenn es wirklich doch, wenn sie vielleicht psychisch irgendwas, ich weiß es ja nicht, das darlegen können, aber jetzt Krankheit machen, dies machen, es ist offensichtlich für fast jeden. Sie zieht jetzt ihr Abgeordnetengehalt raus, um es weiter zu kassieren, ihre Pension weiter zu stärken. Genauen Regelungen mit Abgeordnetenpension kenne ich nicht. Ich meine, ich gehört zu haben, je länger man angehört, umso höher sind dann die Pensionen. Auf jeden Fall Monat für Monat zweistellige Tausender Beträge, 14.000, 12.000, ich weiß es nicht genau, viel, viel Geld, unser Steuergeld, kassiert diese Frau jetzt unehrlich weiter. Und das geht nicht, das ist meine Meinung. Wie seht ihr das? Wie ist eure Meinung? Jetzt mal parteiunabhängig. Findet ihr das Verhalten in Ordnung? Könnt ihr es nachvollziehen, dass sie jetzt so reagiert? Findet ihr es unmöglich? Findet ihr, dieses Verhalten schädigt die deutsche Politik noch weiter, das Vertrauen in die deutsche Politik noch weiter, macht den Bürger noch politikverdrossener? Sagt mir eure Meinung, schreibt rein. Alle Meinungen zählen, immer nur sachlich bleiben. Wenn euch meine Meinung zum Thema eventuell gefallen hat, liked es mit dem Daumen nach oben, freut mich. Wenn euch mein Kanal gefällt, wo ich eben zu Meldungen, zu gesellschaftlichen Themen immer mal zwischendurch die Meinung aus dem Auto ungeschnitten mal so zwischendurch sage, wenn euch das gefällt, abonniert, wäre super. Teilt es überall, wo ihr wollt, ist okay. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal und schreibt eure Meinung mal da rein. Also mich würde das wirklich mal interessieren, wie ihr das seht. Nehmt ihr das jetzt so hin, dass sie so reagiert, oder eben sagt ihr, das ist unmöglich und das sorgt dafür, dass die Politik in unserem Land immer weiter, das Vertrauen immer weiter den Bach runtergeht. Ja. Also, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Heute ist noch ein sonniger Tag, es soll ja ein bisschen schlechter werden. Bis zum nächsten Thema. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut und tschüss.